Guten Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem Video geht es um das Thema Landschaftsfotografie und genau genommen, wie könnt ihr am besten Sonnenaufgänge über dem See aufnehmen. Ich gebe euch hilfreiche Tipps, wie ihr das am besten umsetzen könnt. Als ersten Tipp gebe ich euch mit, seid schon vor dem Sonnenaufgang da. Ich bin jetzt ca. eine halbe Stunde vorher da, es ist sehr bewölkt, aber ich konnte jetzt schon mal meine Kamera und das Stativ ausrichten und meine Location ganz gut auschecken, um hier mit der Bildgestaltung und dem Bildaufbau nachher schneller voranzukommen. Und um schöne Sonnenaufgänge am See zu machen, verwende ich eigentlich immer ein Stativ, ein recht stabiles Stativ, da ich auch mehrere Sekunden lang belichten möchte. Das würde nicht aus der Hand funktionieren, da verwackelt das Bild. Warum belichte ich mehrere Sekunden? Weil ich die Wellen glätten will. Und die Glättung der Wellen funktioniert nur, wenn ihr mindestens 6 Sekunden lang belichtet. Und da braucht ihr dann auch tatsächlich einen ND-Filter, einen Schraubfilter oder einen Aufsatzfilter. Da gibt es schon mehrere Videos, die ich dazu gemacht habe. Die verlinke ich gern oben im Bild. Jetzt habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ich bin rechtzeitig gekommen, habe mein Stativ schon mal aufgebaut. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Die Sonne wird aufgehen, steht fest, aber hier ist alles voller Nebel. Mal schauen, ob es das wird. Die Sonne ist noch lang nicht aufgegangen, überall ist noch Nebel, aber ich habe Zeit, die Kamera richtig auszurichten, meinen Bildaufbau zu finden, um vielleicht 2/3 Himmel und 1/3 Steg aufzunehmen. Oder auch andersrum, es kommt ganz drauf an. Und ich sehe jetzt schon, es macht eigentlich Sinn, mehr von dem Himmel aufzunehmen, weil ich ja eigentlich den Sonnenaufgang aufnehmen möchte. Ja. Als nächstes stelle ich jetzt meine Kamera in den manuellen Modus, weil ich wirklich alles kontrollieren möchte. Wie gesagt, es ist einfach neblig. Noch ist von der Sonne nichts zu sehen. Und eigentlich habe ich mich jetzt fast geärgert, dass wir Nebel haben, aber das Bild sieht richtig mystisch aus. Jetzt wird es langsam hell, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um einen ND-Filter drauf zu schrauben, dass ich noch länger belichten kann. Wenn man 100 mm ND-Filter verwenden will, braucht man natürlich einen Aufsatz, in den man sie reinschieben kann. Und das ist dieser Filteradapter. Ich fotografiere immer mit dem Haida, der einzige, den ich habe. Ich nehme den ND-Filter 1.8. Ich habe jetzt manuell fokussiert, das heißt vorne den Steg, der ist wirklich super scharf. Und das habe ich deswegen gemacht, weil wenn der ND-Filter jetzt erstmal drauf ist, dann ist das Bild schwarz und dann ist kein Automatikfokus mehr, möglich. So, jetzt wie gesagt ist mein Bild pechschwarz. Jetzt sehe ich gleich, ich kann gut 30 Sekunden in der Einstellung belichten. Oh, jetzt nehme ich meine Kamera auf. Also das Bild sieht ja richtig düster aus. Spooky. Vorhin bin ich total erschrocken. Ich stehe hier noch in der Nacht und da kam eine Frau an und ich so, huch, was machen Sie da? Und die möchte sich eben auch den Sonnenaufgang anschauen. Stört mich nicht weiter, den nehme ich jetzt einfach mit auf und nehme die einfach als Gestaltungsmittel mit in mein Bild auf. Vielleicht vermittelt das Bild auch eine gewisse Ruhe, dadurch, dass da vorne jemand sitzt und einfach wartet, bis die Sonne aufgeht. Warum soll sie es denn nicht auch genießen, wenn ich es mache? Gut, jetzt nochmal zu meinen Settings. Ich habe jetzt eine 9er Blende, belichte 30 Sekunden lang, habe die Auslöseverzögerung eingestellt, dass die Kamera nicht verwackelt beim Draufdrücken. ISO 100 und im Format RAW. Und das Ganze ist natürlich nur im manuellen Fokus möglich an der Kamera. Was ich natürlich immer vergesse, ist mich warm genug anzuziehen. Ich bin schon ganz schön durchgefroren. Die Sonne ist jetzt tatsächlich schon aufgegangen, nur ist sie nicht zu sehen. Ich sehe immer noch eine riesen Nebelbank hinter dem Steg. Dann wird es halt einfach ein episches Nebelfoto mit Steg im Vordergrund. Mal schauen, vielleicht wirkt es ja auch tatsächlich schwarz-weiß ganz gut.
Als Tipp ist auch immer ganz gut, vorne auf die Linse drauf zu schauen, ob die nicht total beschlagen ist. Das kam mir schon so oft vor, dass ich Timelapse-Aufnahmen gemacht habe und meine Linse ist dann einfach beschlagen, weil die Nebelschwaden oder Luftfeuchtigkeit die Kamera einfach in Mitleidenschaft gezogen haben. Der Nebel scheint sich nicht zu verziehen und die Sonne ist auch nicht zu sehen. Und heute habe ich mal beim Filmen noch was anders gemacht. Ich sehe mich jetzt tatsächlich in dem Handy, was über der Kamera aufgesetzt ist, in so einen ganz praktischen Blitzschuhadapter, der mein Handy hält und auch das Mikrofon. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal für weitere Videos und dann sage ich Servus, euer Sigi.